Was ist hier denn los? Oh mein Gott, mach doch keine Drama. Hey. Dann reitest du eben auf einem anderen Pferd. Wo ist das Problem? Kim, beruhig dich. Wenn der Besitzer Muffin verkaufen möchte, kann sie nicht mehr im Schulbetrieb mitlaufen. Aber schau mal, wenn Sophias Mama Muffin kauft, vielleicht darfst du noch mal auf Muffin reiten. Was? Dieser auf meinem Pferd reiten? Niemals. Reite dir auf meinem Pferd. Es ist mein Pferd. Eben, man soll ja auch nicht ein Pferd verwirren mit solchen unbekappten Reitern. Wie reden Sie denn mit meiner Tochter? Also das funktioniert so aber nicht. Wie jetzt? Gehen Sie zurück zu Ihrer Ghetto überhaupt. Ich verstehe gar nicht, warum Sie hier überhaupt verkehren. Also. Wie reden Sie denn, wenn Kinder anwesend sind? Das kann doch wohl nicht sein. Wir kommen nicht aus dem Ghetto. Und ganz ehrlich, ich kauf Kim das Pferd, Marisa. Ich biete 1000 Euro mehr. Das will ich mal sehen. Nein, ich lasse doch nicht mit mir reden. Nein, das funktioniert nicht, nein. Ach mein Gott, das ist mir zu viel Theater. Bitte schön, wenn sie 6000 Euro bringen kann, dann bitte, ich finde für meine Tochter einen besseren Pferd. Also. Ja. Oh, Lina, jetzt spielst du völlig verrückt. Ich hasse es, wenn Kim und ich als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Nur weil ich alleinerziehend bin und es nicht so dicke hab. Aber das Pferd wird gekauft. Das ermögliche ich Kim. Ich ermögliche Kim nämlich alles. All that I do is wait for you. I'm standing and I'm not breathing. Überraschung! Ah, du bist die Beste! Ich liebe dich so! Bitteschön. Schau mal, Kim, das ist die Besitzurkunde. Jetzt ist es offiziell dein Pferd. Oh, wie sie sich freut. Wie hast du das bezahlt? Ich habe einen Kredit aufgenommen. Zahle ich monatlich ab, alles gut. Ja, aber findest du das nicht übertrieben, deinem Kind direkt ein Pferd zu kaufen? Wie sie sich freut. Guck doch mal. Oh, ja, und die hat mir gerade doch zu meinem Glück gefehlt, die Alte. Was? Oh. Die hat das Pferd bekommen? Die kann doch noch nicht mal reiten. Mein Gott, haben Sie Bank überfahren oder sowas, dass Sie ein Pferd gekauft haben? Können Sie nicht einfach mal ruhig sein und uns unser Leben lassen? Das ist ein Kind und bitte reden Sie nicht so von meinem Kind. Mein Gott. So eine Verschwendung, das ist ein Turnpferd. Mein Gott, meine Sophia reitet doch viel besser. Ihre Sophia? Meine Tochter wird richtig gut. Die nimmt jetzt nämlich regelmäßig Reitstunden. Das wird ein richtiger Profi. Nicht wie Ihre Sophia. Ganz bestimmt. Ich habe Ihre Tochter gesehen. Sie kann überhaupt nicht reiten. Sie reitet wie ein Affe auf einen Schleifstein. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube also nicht. Ehrlich. Womit wollen Sie denn so ein Pferd transportieren, sagen Sie mal? Sie haben noch nicht mal ein Auto. Das geht Sie doch gar nichts an. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Nichts ist gut. Ja, wäre auch besser so, ne? Ja, ich glaub's auch. So eine arrogante, blöde Schnepfe. Und Marisa, übrigens, meine Tochter lernt jetzt Chinesisch. Oh, die sollen alle mal ihr Maul halten. Jeder mischt sich in meine Angelegenheiten ein und weiß alles besser. Aber es ist schon gut, dass ich Muffin gekauft habe, allein um der Svea eins reinzuwürgen. Oh, und für Kim bin ich gerade die beste Mutter der Welt. How is that even possible? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Hi, ja. 10 Jahre und 9 Monate, um genau zu sein. Okay, auf den Monat genau. Wie merkt man sich sowas? Lars. Lina? Kurz nachdem du weggezogen bist, habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Oh, einen Schwangerschaftstest mit 15? Ja. Und du hast das Kind bekommen? Magst du sie sehen? Die Kim. Das ist unsere Tochter. Moment, von uns willst du mir jetzt gerade sagen, ich habe ein Kind? Du kommst hier rein und sagst mir, ich habe ein Kind und meldest dich 10 Jahre nicht. Lars, du hast dich nicht gemeldet. Ich? Ja. Du warst diejenige, die sich nicht gemeldet hat und... Das stimmt doch überhaupt nicht. Du kommst hier rein, sagst mir, ich habe ein Kind. Was willst du jetzt von mir? Was erwartest du? Glaubst du mir das nicht? Na? Dann mach doch einen Vaterschaftstest. Lars, das ist unsere Tochter. Wie kannst du so reagieren? Du kommst hier rein und sagst mir, ich hab ein Kind. Was willst du von mir? Was erwartest du als Reaktion? So wie du dich gerade verhältst, weißt du, was ich will? Für die letzten 10 Jahre das Geld, was mir und Kim zusteht. 42.000 Euro. Ich soll der Vater eines 10-jährigen Mädchens sein? Ich glaube, Lina spinnt. Wenn die unbedingt Kohle braucht, soll die sich einen anderen Typen suchen, aber nicht mit mir. Weißt du was? Das ist krank.
Da, wo du gerade reingekommen bist, gehst du jetzt auch raus. Was? Lina, vergiss es. Du hast dich in 10 Jahren extrem verändert. Was? Raus. Nein, vergiss es. Hau ab. Es war mir so klar, dass Lars sich jetzt drückt. Aber die Kohle für die letzten 10 Jahre hole ich mir wieder. Und wenn ich mir einen Anwalt nehmen muss. Lars, guten Morgen. Hast du eigentlich gekifft oder was? Ich habe gezählt mich. Mann, guck mal, ich mach schon die Dinge so. Ja, Park, mach schon, ne? Mal. Also, was ist los? Wir kommen sofort. Was ist los mit dir? Und zwar war das meine... Ja, war meine erste große Liebe damals gewesen. Okay. Und jetzt kommt die nach 10 Jahren und sagt mir, ich habe ein Kind. Na, da fällt dir jetzt nach 10 Jahren ein. Ja. Meinst du, wie es mir ging? Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Das macht mich wahnsinnig. Warum sagt die mir 10 Jahre nichts? Was will die denn jetzt von dir? Was will die wohl nach 10 Jahren? Geld will die haben. Will 42.000 Euro von mir. Unterhalt. Ist nicht dein Ernst. Doch. Die kommt jetzt nach 10 Jahren an, da fällt der Brütenteils an, jetzt will sie Kohle. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die mir 10 Jahre lang nichts einfach von dem Kind gesagt hat. Und ich habe halt auch die ganze Zeit überlegt, ob die mich einfach versucht zu auszunehmen, sage ich jetzt mal. Aber das klingt für mich sehr danach, würde ich mal sagen, ja. Und nun? Wie stellst du dir das jetzt weiter vor? Einzige Option ist Vaterschaftstest. Verständlicherweise will Lars wissen, ob er wirklich der Vater ist. Er hat die Möglichkeit, einen Vaterschaftstest zu machen. Dafür benötigt er allerdings die Zustimmung der Mutter. Denkst du denn, es ist von dir? Weiß ich nicht, also... Hey, gut auf Russisch! Hab gezählt, Mensch! Ja, wir kommen sofort. Ja, hier mit dem Scheiß da, du musst nicht sofort, ja. Ja, komm, wir machen was. Ja. Aber was ist denn, wenn das wirklich von dir ist? Wenn das von mir ist, dann komme ich natürlich für das Kind auf. Aber du bist ja darüber im Klaren. Ja, aber sicher, da muss ich dann halt durch. Und komm, wollt ihr da Musik hin? Du löst jetzt diese Aufgabe, Kim. Warum denn? Kim, willst du mich veräppeln? Ich tue alles für dich. Ich zahle Muffin, nehme dafür einen Kredit auf, ja? Hab Schulden dadurch. Ich zahle deine Zahnspange, deinen Urlaub, ich zahle dir alles, ja? Dass du nicht viel dafür kannst, dass ich nicht viel Geld bekomme auf der Arbeit, das ist mir bewusst. Aber ich bin sowas von enttäuscht und sauer, dass du in der Schule ein leeres Blatt Papier abgegeben hast. Und das passiert nie wieder und du löst diese Aufgabe jetzt. Keine Widerworte, du löst die Aufgabe. Ich gehe gerade an die Tür, es hat geklingelt. Ach. Hi. Ich denke mal, du weißt, warum ich hier bin. Dafür hättest du dir sparen können. 42.000 Euro bekomme ich von dir sowieso. Bevor nicht bewiesen ist, dass Kim meine Tochter ist, zahle ich gar nichts. Ey, jetzt ist mir scheißegal, wo du das Geld dafür hernimmst, ja? Wie du das machst, wie auch immer, ich habe genug für Kim ausgegeben in den letzten 10 Jahren. Da kommst du mit 42.000 Euro richtig gut weg. Lina, tu mir einen Gefallen, gib mir den Test. Komm, damit auch nicht gefuddelt wird, siehst du es hier? Kann kein anderer sein. Für das zweite Röhrchen brauche ich jetzt einfach ein Haar von Kim oder irgendwas anderes. Das muss sie ja nicht mitbekommen, oder? Was soll ich nicht mitbekommen? Mama, wer ist das? Kim, in die Küche, bitte. Nein, wer ist das? Kim, das ist dein Papa. Das ist Lars. Sehr witzig. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich bin Lars. Hi. Hallo. Wenn Kim wirklich meine Tochter ist, verstehe ich nicht, warum sie mir 10 Jahre lang vorenthalten worden ist. Ich meine, Lina und ich hätten das doch alles zusammen schaffen können. I want that burly beat underground, twist me up round and round. I want that burly beat underground. Hi, was machst du denn hier? Ja, ich hätte eigentlich Geigenunterricht, aber ich habe darauf gar keinen Bock, weil... Naja, ich mache das eigentlich nur für die Mama und genau wie dieses scheiß Chinesisch. Und dieses Mal wollte ich das halt einfach mal ausfallen lassen. Und ich wollte dich mal kennenlernen, weißt du? Du wolltest mich mal kennenlernen? Alles klar, komm. Ich wollte gerade Pause machen, ich bin soweit durch. Setzen wir uns mal was raus. Komm einfach mal hinterher. Lars, mit Lars verstehe ich mich super. Er ist immer noch so süß wie früher. Aber er ist mir auch keine große Hilfe. Er zahlt monatlich 180 Euro an mich. Das ist im Endeffekt das Geld, was ich von der Mama immer bekommen habe. Okay, und was mit dem Unterhalt der letzten 10 Jahre? Ja, die muss er ans Amt zurückzahlen, nicht an mich. Ich könnte die letzten 4 Jahre bekommen, aber Lars ist auch total blank. Okay, ja, komm, seh's positiv. Lars und Kim verstehen sich doch jetzt gut und du verstehst dich mit ihm auch wieder gut. Sie hat jetzt einen Vater. Und Marisa, ich glaube, ich habe mich total übernommen mit dem Pferd, so leid es mir tut.
So, dann erzähl mal. Also, du lernst Geige und Chinesisch. Ja. Und was willst du damit später mal machen? Ich weiß nicht. Meine Mutter sagt, das erweitert meinen Horizont, aber ich verstehe es nicht. Weil vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, was ich werden möchte. Hat mich auch noch niemand gefragt. Nur. Woran hast du denn so Interesse? Also was interessiert dich für Bereiche oder? Naja, ich liebe Pferde. Und auf jeden Fall werkel ich gerne rum. Aber das könnte ich meiner Mutter niemals sagen. Und wenn es meine Oma abfährt, dann wird es auf jeden Fall wieder so gehen. Mein Papa ist total cool. Er versteht mich richtig gut. Und das Beste ist, er hört mir immer zu. Das hat Mama schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich kenne deine Oma zu Genüge. Ja. Und es ist auch wirklich egal, wie sehr sich deine Oma über irgendwas aufregt. Wichtig ist immer, dass du Spaß an den Sachen auch hast. Und ich sag mal, wenn du dich für Pferde interessierst und Chinesisch lernst, besorg dir doch einfach ein chinesisches Pferd. Ja, sehr witzig. Eine Handwerks-AG, wenn du handwerklich gerne was machst. Ja, ist eine gute Idee, aber ich wüsste nicht, wie ich das meiner Mutter beibringen könnte. Weil die sagt ja immer, sie möchte was aus mir machen, weil ihre Mutter sie ja immer runtermacht, dass sie nichts aus ihrem Leben gemacht hat und so. Ich verstehe das nicht und deshalb, ich glaube, sie möchte auf jeden Fall, dass ich mir Kim, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich weiß nicht, was man dir für ein Bild eintrichtet, aber guck dir deine Mutter mal an. Mhm. Sie hat eine wundervolle Tochter und sie hat einen Job, sie hat eine Wohnung, ihr habt so viel mit zusammen unternommen. Die hat doch nicht irgendwas im Leben falsch gemacht. Die hat doch alles erreicht, was man erreichen muss. Hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich dachte, man erreicht nur was, wenn man so, verstehst du, wenn man das Abitur geschafft hat, dann studiert hat und dann Arzt wird oder so. Verstehst du, was ich meine? Ach, Kim, ich verstehe nur zu gut, was du meinst, aber es gibt so viele Berufe auf der ganzen Welt, wofür du kein Abitur brauchst. Ich meine, sieh mich an, ich bin Schreiner. Ich bin nach der 10. Klasse abgegangen, habe meine Schreinerlehre gemacht. Das ist bis heute all das hier. Das ist mein Traumberuf und ich wollte ihn jederzeit wieder wählen. Mhm. Und hältst du mich für einen Versager? Nein, auf jeden Fall nicht. Ich finde, du bist der Beste. Der Beste? Das höre ich aber wirklich gerne. Und wenn du wirklich so viel Interesse am Handwerk hast, das ist die perfekte Möglichkeit. Möchtest du irgendwas mit mir machen? Ja, auf jeden Fall. Komm, können wir reingehen? Aber natürlich. Okay. Komm mit, dann zeige ich dir erstmal die komplette Werkstatt. Und dann suchen wir uns was aus, was du baut. Ich bin wirklich geschockt über Linas Erziehungsmethoden. Dass sie Kim sowas von unter Druck setzt. Ich meine, sie selber weiß doch genau, wie es ist, von der eigenen Mutter so behandelt zu werden. Ich kann das nicht verstehen. Sie sollte Kim einfach mal viel mehr zuhören.